Können wir bitte zwei Milchkaffee haben? Ach, guck mal, das ist ja klasse. So, oh, ja, super. Schön. War schön heißen Kaffee. Du, ich muss hier noch eine Sache erzählen. Mhm. Ja, guck mal. Aber muss absolut unter uns bleiben. Ja, das ist ja klar. Kannst dich immer hundertprozentig drauf verlassen. Dann muss ich aber auch. Nur erzähl schon. Pass auf, folgendermaßen. Ich habe da einen getroffen. Der hat mir das erzählt. Das glaubst du? Beim Wort Vertrauen fällt mir erstmal Urvertrauen ein. Also etwas, was ein Kind entwickelt im Zusammenleben mit den Eltern. Und dieses Urvertrauen ist sozusagen das, was das Kind auch braucht, um eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln. Kinder bringen das in der Regel ganz prägnant auf einen Punkt und sagen, ein Versprechen darf man nicht brechen. Und das ist auch genau richtig so. Und beim Vertrauen geht es eigentlich darum, dass Zusagen, gemachte Zusagen, auch eingehalten werden. Sehr viele Paare kommen ja in die Eheberatungsstelle nach einem Vertrauensbruch. Das, was ich gerade zu Eltern-Kind-Beziehungen gesagt habe, das gilt in allen menschlichen Beziehungen, auch in Liebesbeziehungen. Auch da ist es wichtig, dass ich von meinem Partner in meinen Gefühlen und Wünschen und Bedürfnissen ernst genommen werde, dass er mir durch Worte sagt, wie wichtig ich bin und dass er mich lieb hat, dass er das durch Gesten unterstützt, dass er zeigt, ich bin sehr interessiert an dir, an deiner Meinung über die Welt, auch über mich und ich bitte dich deswegen um Rückmeldung. Ich traue dir was zu und darum bitte ich dich um Hilfe. Das sind Bedingungen in allen menschlichen Beziehungen, übrigens auch Bedingungen innerhalb der Kirche. Auch das brauchen wir in der Kirche, damit Vertrauen wachsen kann und damit auch Gottvertrauen was Konkretes, Erfahrbares wird. Ja, eine Kirchengemeinde besteht ja nicht nur aus dem Pfarrer und dem einzelnen Mitglied, sondern das setzt sich ja aus ganz vielen Menschen zusammen. Und ich glaube, dann ist das völlig gleichgültig, ob es der Amtsträger ist, der so ein vertrauensvolles Gespräch oder so ein Angebot macht, oder jemand anders, der das auf eine gute Art und Weise machen kann. Vertrauen ist immer die Summe der Erfahrungen, die ich mache mit Menschen. Und eine Kirchengemeinde besteht halt aus Menschen.